Hallo? Ja, wunderbar. Dann willkommen zurück und ich versuche auch im Interesse der Zeit kurz zu bleiben. Ich freue mich natürlich sehr, hier heute über die Fragen von Geschlecht und Nation nochmal sehr explizit zu sprechen. Ich glaube, da sind schon ganz viele interessante Punkte aufgemacht worden in den letzten Panels, die sicherlich hier jetzt nochmal stärker auch mit Fokussierung auf Männlichkeit heute thematisiert werden sollen. Dazu möchte ich ganz kurz in der Reihenfolge, wie wir in die Diskussion einsteigen wollen, unsere Gäste vorstellen. Zunächst also Klaus Teweleit zur ganz Linken. Klaus Teweleit studierte Germanistik und Anglistik in Kiel und Freiburg. Er arbeitete als freier Mitarbeiter für den Südwestfunk und nahm als Mitglied des SDS an der linken außerparlamentarischen Opposition teil. Seine Doktorarbeit war die Grundlage für das 1977-78 erschienene zweibändige Werk Männerfantasien, was natürlich für unsere heutige Diskussion zentral ist und das, wie ich erfahren habe, auch gerade für eine Neuauflage mit neuem Nachwort vorbereitet wird. Also wir sehen, die Diskurse sind nach wie vor aktuell. Er war Professor für Kunst und Theorie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe sowie Fellow des Kollegs Friedrich Nietzsche. Teweleit ist als freier Autor tätig, hat Lehraufträge Deutschland, USA und Schweiz und Österreich. Er ist außerdem Mitglied des PEN-Zentrums Deutschlands und sein literarischer und theoretischer Output ist nicht leicht in wenige Worte zusammenzufassen. Ich möchte also neben Männerfantasien wirklich nur als ganz kleine Auswahl das vierbändige Buch der Könige erwähnen, ebenfalls den vierbändigen Pocahontas-Komplex und da zuletzt Buch der Königstöchter. Und ich glaube, für unsere Diskussion heute sicherlich auch nochmal zentral von 2015, das Lachen der Täter, Breivik unter anderem Psychogramm der Tötungslust. Bevor ich das Wort an ihn gebe, möchte ich aber auch gleich die zweite auf dem Podium begrüßen. Das ist Gabriele Kemper. Gabriele Kemper studierte Literaturwissenschaft und Philosophie in Berlin und Madrid. Sie publiziert und unterrichtet zu Fragen politischer Rhetorik, konservativer Ideengeschichte, literarische Imagination von Männlichkeit und kulturellen Repräsentationen. Das heißt, auch bei ihr geht es um geschlechtliche Kodierung kollektiver Gedächtnisorte. Auch das ist etwas, wozu wir heute schon gesprochen haben. Politischer Diskurse und poetologischer Selbstentwürfe. Gabriele Kemper leitet außerdem die Geschäftsstelle Gleichstellung des Landes Berlins, aber ich möchte da hervorheben, dass sie heute hier in ihrer Funktion als Wissenschaftlerin und nicht als offizielle Vertreterin des Berliner Senats spricht. Sie ist Beirätin der Zeitschrift Feministische Studien und hat ebenfalls zahlreich publiziert, unter anderem zur Stille Post, Reformulierung radikalisierter Männlichkeit in rechten Diskursen, vom Verschwinden der feministischen Theorie mit ihrem Gegenstand und ich glaube auch für unser Panel heute zentral, die auf der Promotion basierende 2005 erschienene Monographie Die männliche Nation, politische Rhetorik der neuen intellektuellen Rechten. Also das heißt hier, Sie sehen schon, dieser Konnex von Männlichkeit und Nation soll heute hier im Vordergrund stehen. Wir wollen im Folgenden, um so einigermaßen in der Zeit zu bleiben, wieder für circa eine Stunde auf dem Podium diskutieren, aber natürlich auch anschließend für Fragen aus dem Podium öffnen. Wie ich schon erwähnt habe, wollen wir unter anderem der Frage nachgehen, warum Männlichkeit traditionell als Chiffre des Nationalvölkischen galt und wie dies nun in Form eines rechtsextremen Antifeminismus reartikuliert wird. Und wir wollen damit sozusagen auch ein bisschen einen historischen Bogen spannen. Also einerseits wollen wir ganz aktuelle Diskurse, wie wir sie gestern sehr stark auch im Zentrum hatten, aufnehmen. Und andererseits auch eine literaturwissenschaftliche Perspektive, die sich für die historische Gemachtheit der Diskurse von Männlichkeit und Nation interessiert, in Anschlag bringen. Also die Begriffe, ich glaube, Narrativ und Affekt waren auch so Begriffe, die jetzt immer wieder auf verschiedenen Panels aufgekommen sind. Und ich glaube, dazu haben die beiden ausführlich gearbeitet. Von daher würde ich gerne zugespitzt mit der aktuellen Debatte anfangen, um dann eben nochmal in die historischen und kulturellen Kodierungen von Geschlecht zurückzugehen, um vielleicht je nach Zeitressourcen abschließend auch nochmal über mögliche Alternativen zu diskutieren. Aber
genau, genug von mir jetzt erstmal. Und ich würde zum Einstieg gerne nochmal den Versuch einer konzeptuellen Differenzierung von Heimat und Nation oder dazu einladen, weil das eben doch diese Begriffe, wir haben die jetzt immer wieder zum Teil sozusagen sie in Verbindung gesetzt, aber sie auch getrennt haben. Und Klaus, du hast im Vorgespräch mit Margarita davon gesprochen, dass die Umbenennung des Bundesministeriums des Inneren unter dem jetzigen Leiter Horst Seehofers, und das muss ich ablesen, in das Bundesministerium des Inneren für Bau und eben Heimat, und jetzt zitiere ich dich, ein Fall für das Bundesverfassungsgericht darstellt. Kannst du noch mal vielleicht erläutern, woher diese Empörung kommt, aber warum eben auch eine Differenzierung der Begriffe Heimat und Nation oder warum die Begriffe für dich nicht kompatibel sind? Ja, ne, gut. Heimat ist ein Wort, bei dem mir erstmal nichts etwa Heimatliches klingelt, sondern ein Unverständnis darüber, wie man das überhaupt verwenden kann, als angeblich auch noch Begriff oder so. Warum Nation männlich ist, lasse ich erstmal weg, darauf kommen wir später. Aber Nation ist immer irgendwas Geschichtliches, ist entstanden aus Sturz des Feudalismus oder ähnlichen Geschichten durch Revolution, Kriege, mit Waffengewalt beseitigte Systeme etc. und hat dann etwas, hat Grenzen, hat Gesetze, ob das ein Parlament ist oder ein Herrscher, ist egal, hat eine Verfassung und irgendeine Lokalität, die versucht wird mit Grenzen, das mit Grenzen nicht nur, das haben wir heute Morgen gehört für Indonesien, da geht das anders, aber meistens so. Während Heimat ist demgegenüber gar nichts. Jeder kann behaupten, da wo er herkommt oder ist, das nenne ich Heimat. Jemand anders, der da sitzt, muss das nicht Heimat nennen. Und für Heimat gilt eigentlich nur eine Regel, ein Gesetz, ein Satz, in einem Satz zu formulieren. Das ist, das macht man hier so. Ob das die Lederhose und das Dirndl in Bayern ist oder was anderes sonst wo oder das Berliner Gequatsche oder weiß der Teufel, kann man Heimat nennen. Aber das schließt ein, wenn wir ein bisschen Sprünge machen, Heimat zum Beispiel. Wir nehmen die südamerikanischen Staaten bis 1963. Da gehörte zur Heimat, dass man Schwarze aufhängt. Heimat ist Lynchjustiz. Das macht man hier so. Heimat ist prinzipiell Erlaubnis zum Mord. Weil Heimat, wenn das so gefasst wird, immer heißt, hier gehören welche nicht hin. Und wenn hier welche nicht hingehören, heißt das, die sollen weg. Und die sollen weg, heißt, wenn die Leute, die das sagen, die Macht haben, bringt sie um. Das hat mich ein bisschen verwundert an der Diskussion bisher, wie sie gelaufen ist, dass das nicht so benannt wird. Heimat ist ein potenzieller Mordbegriff. Und der Umgang mit Migranten, die sollen weg, ist die Mordandrohung. Und diese Mordandrohung ist hier vor 70 Jahren noch durchgeführt worden und ein bisschen später hier und da auch oder wird wieder. Und wenn jetzt Seehofer sowas macht, wie das dieses Heimat, dieses völlig diffuse und auch mit dem Prinzip Lynchjustiz an das Innenministerium. Das Ministerium ist eine Institution der Nation, der Bundesrepublik Deutschland. Das mit diesem diffusen Heimatbegriff verbindet, dann heißt das für die Leute, die rumlaufen und diesen Heimatbegriff für sich in Anspruch nehmen, Flüchtlingsheime einstecken dürft ihr. Deswegen sage ich, das ist ein Fall fürs Verfassungsgericht. Das müsste tatsächlich verboten sein, diesen Heimatbegriff mit einem Ministerium in Verbindung zu bringen. Das sind total verschiedene Sachen und Heimat und dann schnell ein Sprung in die eigene Geschichte. Gestern teils scherzhaft gesagt, teils immer real, Migrationshintergrund, dieses bescheuerte Wort Hintergrund. Das müsste an erster Stelle gestrichen werden. Man ist entweder Migrant oder nicht oder in zweiter Linie oder dritter Generation oder die Großeltern, aber man hat keinen Hintergrund. Der Körper ist der eines migrantischen Menschen und der empfindet diese Situation, zum Teil, wie ich es eben beschrieben habe, als mögliche Verfolgung. Manchmal bleibt sie aus, dann hat man Glück, aber im Prinzip erlaubt. Und mein gar nicht mal nur ambivalenter
die ambivalente Haltung gegenüber diesem Begriff kommt aus meiner Geschichte als Dreijähriger mit der Familie vertrieben worden zu sein aus Ostpreußen. Heimatvertriebene waren wir dann in Schleswig-Holstein. Das Wort habe ich jeden Tag gehört, bis ich mit 12, 13, 14 mitkriegte, was die eigenen Eltern und deren Generation anstellen wollte, nämlich Polen den Polen wegnehmen und Russland bis zur Ukraine den Russen. Und das fanden sie in Ordnung. Und dieses Gerede von Heimat ging nicht mehr. Das führte auch dazu, dass ich mit meinem Vater ab Alter 14 nicht mehr reden konnte, auch nicht mehr geredet habe. Nach drei Sätzen war Krieg und dann war das aus und vorbei. Und das Sprechen von mir mit der alten Generation, das betraf nicht nur die Eltern, hat aufgehört. Ich habe von 14 bis 25 freiwillig mit keinem Erwachsenen geredet. Außer Zusammenhänge Studium oder ich musste hier oder da oder wenn man einen Job haben wollte, sonst wo. Alle Kommunikation lief auf gleichaltriger Ebene und das waren alles Leute, die hatten eine Distanz zu ihrer Erwachsenengeneration. In Schleswig-Holstein als Flüchtlingskind war man absolut schlecht angesehen. Die Bauern, wir wären verhungert, wäre unsere Mutter mit 6 Kindern nicht eine Schneiderstochter gewesen, die den ganzen Tag an der Nähmaschine saß. Und für die Bauern Klamotten genäht hat. Dafür kriegt man was zu essen, sonst wäre das nicht gegangen. Und man wurde ausgelacht als Flüchtling, wie man spricht. Und wenn ich einkaufen ging in einen Kaufmannsladen und sagte, ich will ein Schwarzbrot, weil das mein ostpreußisches R war, das ich mir dann abgewöhnt habe, dann sagte der Kaufmann, sag das nochmal. Ich möchte gern ein Schwarzbrot. Und wenn ich das dreimal gesagt hatte, durfte ich in seinen Bonbonglast greifen und kriegte den Bonbon zur Belohnung, weil er das so toll fand. Der konnte das nämlich nicht sagen, so wie ich jetzt. Ich sage jetzt auch Schwarzbrot natürlich, habe ich da gelernt. Und mit diesen Leuten, die um einen rum waren, und das hat mich gestern sehr gewundert in der Diskussion, dass so stark bei vielen Migranten formuliert wurde, das Bedürfnis, man will irgendwie zu dieser Gesellschaft dazugehören. Man wird hier nicht richtig aufgenommen. Ich werde nie anerkannt als Ur-Berlinerin, sagte gestern. Eine, die gut Berlinerisch kann, da ewig lebt, vielleicht also gar geboren ist, weiß der Teufel. Und ich frage mich, warum? Warum will sie das denn? Ich will doch nicht aufgenommen werden von der Bande von Idioten, wo ich mit 12 Jahren, mit 13, 14 Jahren schon gemerkt habe, ich lebe in einer Gesellschaft von manifesten Irren. Ja, absolut. Die erzogen einen zur Anständigkeit, Ehrlichkeit, Schulnoten, sonst was und Gehorsam. Und dann kriegte man mit, was sie angestellt hatten, was sie mit den Juden gemacht hatten, dass sie dafür waren. Auch meine Eltern, wenn man sie darauf ansprach, sagten immer nur, ja, waren ein paar zu viele, die man umgebracht hat. Aber das war im Prinzip schon richtig, die sollten weg. Und gleichzeitig waren das Leute, die sich um einen kümmerten, die einem zu essen gaben, Klamotten für Schule sorgten etc. Und dann, wie geht das? Wie geht das? Die sind verrückt. Das war und die Gleichaltrigen, mit denen ich lebte, die hatten die gleiche Empfindung. Und wir wollten doch überhaupt nicht werden wie die. Und wie die aufnehmende Gesellschaft in Schleswig-Holstein auch nicht. So dass, das ist, mag früher, Leute, die hier heimisch werden wollen, diese sogenannte blöde Integration, sie vielleicht vor ein unlösbares Problem stellen oder so. Aber das Menschwerden besteht doch gerade drin, dass man nicht Teil der Gesellschaft werden will, die um einen herum ist, weil die meisten von denen mörderisch sind oder potenziell mörderisch sind. Es kommt doch auf die Differenz an. Mensch wird man doch, indem man anders wird. Es geht um die Differenz und nicht um Heimat. Zum Teufel mit diesem Wort. Okay. Ja, herzlichen Dank jetzt schon mal. Wir haben sozusagen jetzt, sind immer so Begriffe auch von Integration aufgetaucht, von der Heimat als Lynchjustiz, von etwas, in dem man sich erst recht nicht hineinfühlen will, sondern auch eine klare Differenz zu diesen Positionen einstellt. Ich würde jetzt trotzdem noch mal gerne versuchen, diesen Bogen zu spannen und Gabriele die Chance zu geben, noch mal stärker auch aus deiner Sicht die Konvergenzen und Differenzen zwischen den Begriffen Heimat und Nation aufzubauen, damit wir dann noch mal stärker auch in diese Frage von Männlichkeit und Nation übergehen können. Aber vielleicht auch noch mal so deine Sicht zwischen Heimat, Nation, was sind sozusagen die Spannungsfelder?
Ja, danke. Nach 2 Tagen ist hier schon wahnsinnig viel auf den Tisch gebracht worden und man kann wirklich schon in einem weiten Feld von Anregungen sich bewegen. Das Heimatministerium ist auch schon mehrfach benannt worden und ich teile deine Einschätzung, dass der Heimatbegriff sozusagen der nicht definierte ist und dass der Staat tunlichst daran tut, sich tatsächlich auf das zu konzentrieren, was im Rahmen von Gesetzen, im Rahmen von Prozedere erarbeitet werden kann und sich nicht in das diffuse Feld dessen, was Gefühlslagen von Menschen angeht, sozusagen einzumischen oder dafür eben in dieser Form auch Verantwortung zu übernehmen. Ich würde aber gerne diesem vehementen Begriff Heimat ist nichts etwas anderes entgegensetzen und sozusagen imaginär auf der Leinwand dahinter mir das Bild einer Statue entstehen lassen, einer Figur, die in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine und ehemaliger Sowjetrepublik, oberhalb des Dnjepr steht und die größte Frauenskulptur der Erde ist, größer als die Statue of Liberty und so weiter, was es da noch an großen Statuen gibt. Und immerhin die 6. größte Statue überhaupt auf der Welt, sodass das Geschlechterverhältnis auf jeden Fall gewahrt ist. Also, aber die größte Frauenstatue und es ist eine weibliche Figur, die ein Schwert in der einen Hand und ein Schild in der anderen hält und sie heißt Mutter Heimat. Mutter Heimat ist also das, worauf wir uns weltweit verständigen können, was wir in Skulptur fassen können. Und ich denke, das ist nicht nichts. Und damit ist für mich dieses Terrain Geschlecht und Heimat auch ja, im Grunde schon fast beschrieben. Denn die Mutter Heimat ist das, was das Weibliche ist an der Heimat. Und sie ist darin in diesem Fall sozusagen Beton oder, ja, ich nehme an, Beton gewordene Vorstellung, Beton gewordene Heimatfantasie. Aber dahinter steht ein Verständnis von Heimat als dem, was nicht aufgehoben ist, was keinen Ort gefunden hat, in dem Verständnis und in der Konzeption und auch in der Praxis von Nation, als dem Männlichen, als der Staatsform, die sich der männliche Bürger nach Beendigung, nach Abschaffung der Feudalstaaten gegeben hat. Und diese Nation ist in Deutschland, aber auch andernorts sozusagen in all ihren Facetten männlich gefasst. Staatsbürgerschaft ist zwar in einer nachholenden Bewegung auch von Frauen erlangt worden, aber sie wurde natürlich in ihrem Entstehen als männlich begriffen und auch auf Männer beschränkt, auch nicht unbedingt alle Männer, das variiert historisch, aber ganz sicher auf Männer. Und die männlichen sozusagen Sozialisations- und Denkformen, Selbstverständnisformen, die sich darin entwickelt haben, sind die, sich einer Nation sozusagen wehrhaft anzunehmen, sie zu verteidigen und sich in männlichen Konfigurationen quasi der Verteidigung dieser ihrer Nation als die erste Mannespflicht dann auch zu verpflichten. Und in diesem Setting haben sich natürlich, und das ist ja in Männerfantasien sozusagen ganz wunderbar ausbuchstabiert, natürlich auch entsprechende, man könnte jetzt sozusagen psychologisch sagen, psychologische Charaktere, aber auch Kulturformationen von Männlichkeit entwickelt, die zu Erstarrung neigen, weil sie eben alles, was nicht männlich ist, sozusagen nicht nur in Form der Frauen, die keine Staatsbürgerschaft haben, sondern auch in allem, was nicht dieser Wehrhaftigkeit, dieser starken Männlichkeit entspricht, abwehren. Und dafür braucht es die Heimat. Die Heimat ist sozusagen das, wo die Residuen dessen, was nicht in der soldatischen Männlichkeit aufgeht, quasi ihren Ort findet und insofern natürlich auch immer von sehr viel Sentiment begleitet ist. Also die moderne Auffassung von Heimat geht ja immer in die Richtung, auch zu sagen, das ist sehr stark mit Sinneseindrücken verbunden aus der Kindheit. Das erklärt, warum sehr viele unterschiedliche Landschaftserfahrungen,
Essenserfahrungen, Dufterfahrungen und so weiter. Also man denke nur an Marcel Proust. Also all das fließt ein in diesen Sentimentort Heimat. Das kann eben variieren, weil Menschen leben ja in unterschiedlichen Kontexten und Erfahrungen. Aber es bedeutet immer im Grunde das Gleiche, nämlich das, was in der harten Welt keinen Ort findet. Und das ist für mich die Differenz zwischen Nation und Heimat. Und deswegen ist die Heimat an dieser Stelle weiblich. Darf ich noch was sagen? Gut. Ganz andere Ebene. Wir sind ja hier in Hamburg und im Vorfeld dieser Tagung bin ich auf eine Frauenrechtlerin gestoßen, die ich bis dahin nicht kannte, Ilse Frappan. Und von ihr stammt, also erste Frauenbewegung, Ende des 19. Jahrhunderts, ein Buch mit dem Titel »Wir Frauen haben kein Vaterland«. Und in diesem »Wir Frauen haben kein Vaterland« entwirft sie, dass sie eben aus der Nation ausgeschlossen ist. Das ist ja die Erfahrung. Und sagt, wir sind aber trotzdem nicht heimatlos, weil wir haben die Erde als unser Vaterland und unsere Aufgabe ist die Menschheitsgeschichte. Also ein sehr pathosgesättigter Begriff von einer anderen Heimat Erde. Und interessant fand ich, dass Ina Merkel, eine der Vertreterinnen des Unabhängigen Frauenverbandes in der DDR, also der Frauenbewegung der DDR, am Runden Tisch 1990 das aufgriff in einer Rede, in der sie auch sagte, Frauen haben kein Vaterland. Also das Wir war dann schon weg, aber Frauen haben kein Vaterland, weil alle Vaterländer, die wir hätten haben können, im Grunde Frauen nur zu dem zugelassen haben, was ihr Zweck für dieses Vaterland war. Das heißt, die Zweckeinrichtung des Weiblichen in diesen Vaterländern. Und insofern würde ich noch mal sagen, dass im Grunde die Heimat deswegen weiblich ist, weil sie der Zweck ist, den sie erfüllt als Frau, als Weibliches für den Mann, der eine Heimat sucht. Und diese Zweckgerichtetheit, das fand ich interessant, zeigt sich wirklich in unterschiedlichen Auseinandersetzungen der Frauenbewegung auch mit dem, was eigentlich Vaterland, also die harte Variante, für Frauen bedeuten kann. Ja, vielen Dank. Also ich höre auch schon nochmal wieder sozusagen diese Differenzen zwischen ja, vielleicht einer harten Vorstellung von auch einer Gewaltförmigkeit der Nation, die jetzt reingekommen ist, und dann gleichzeitig das Wabernde, das Sentimentale des Heimatbegriffs. Ich würde gerne nochmal trotzdem auch historisierend nochmal dem nachgehen, für diejenigen, die eben auch vielleicht jetzt Männerfantasien ist jetzt ein paar Mal gefallen, aber ist ja vielleicht nicht allen so präsent, ob Klaus vielleicht nochmal ein bisschen ausführen kann dazu, diesen Zusammenhang, den du ja für die Freikorpsbewegung nach dem Ersten Weltkrieg herausgearbeitet hast, von Männlichkeit und Nationalismus. Und zwar vor allem denke ich da auch nochmal an diese Begriffe des Körperpanzers. Ja, wir haben jetzt viel von Härte, Grenzziehung gezogen und das gesprochen, aber das betrifft ja sowohl eine Ebene des Individuums, des Körpers, des Psychologischen, das ist sozusagen die eine Ebene. Die andere Ebene ist ja dann sozusagen die Gewaltförmigkeit der Nation. Vielleicht könntest du da nochmal ein Stück weit historisierend eingehen auf deine Arbeiten, und dann würde ich im Anschluss auch gerne nochmal Gabriele hören, die ja auch von dem Begriff Einheit sehr stark spricht in ihrem Arbeiten. Einheit, Körper, ja gut. 1918, Ende der Monarchie, Ende des Ersten Weltkriegs mit der Niederlage, ist ja der Anfang der ersten deutschen Republik. Bis dahin hieß das Ding ja Reich. Und dann sollte das mit mal umgeschrieben sein auf Nation. Und in all diesen den Schriften der Freikorpsleute, das sind die sozialistische Revolution, die mögliche niedergeschlagen haben, vernichtet mit Waffengewalt, als Freikorps deswegen, weil Deutschland keine richtige reguläre Armee haben durfte nach dem Ersten Weltkrieg, sondern eine sehr beschränkte. Und deswegen Leute, die nach dem Krieg weitermachen wollten als Soldaten, sich in Freikorps organisierten, und die wurden dann von der SPD-Regierung ermächtigt, gegen die sozialistischen Arbeiteraufstände vorzugehen. Die haben sich alle zu Nation geäußert. Und Nation heißt bei denen immer durchweg Soldatismus an erster Stelle, der Soldat vor der Politik, der Soldat setzt die neue Nationform durch, mit der Waffe in der Hand. Einer dieser Autoren, als der Versailler Vertrag die Entwaffnung durchsetzt, der noch übrig gebliebenen, sagt direkt, wenn wir
da einwilligen, dann ist das so, als lassen wir zu, dass der Nation die Geschlechtsteile abgeschnitten werden. Es ist eine direkte Gleichsetzung von Nation, Soldatismus, bewaffneter Männergewalt. Und dazu gehört ein ganz bestimmtes Herrschaftsverständnis. Nämlich in dieser Nation ist dieser bewaffnete Mann, ist das Heer oben, an oberster Stelle. Dann kommen darunter irgendwann die Institutionen der Politik. Dann kommen Zivilverbände. In der Familie heißt das, oben ist der soldatische, ne, ob er nun Patriarch ist oder nicht, Patriarchalismus stimmt nicht so ganz für diese Leute, weil das waren zum großen Teil Offiziere jüngeren oder mittleren Alters, die ihr Autoritätsproblem mit dem Kaiser und ihren Vorgesetzten hatten, also was so als Juniorat beschrieben worden ist, Sohnesherrschaft, nicht unbedingt Vaterherrschaft, aber Männer. Bewaffnete Männergewalt. Und automatisch sind in dieser Konstruktion Frauen in der Gehorsamsposition. Die haben zu tun auf einer bestimmten Ebene, was diese Männergewalt sagt und die Kinder darunter auch. Und gesellschaftlich gilt das ebenso. Das heißt, es gibt Großgrundbesitzer, Industrielle etc., die auch das Heer mit finanzieren und die sind oben. Dann gibt es einen bürgerlichen Mittelstand mit bestimmten Rechten und darunter gibt es das Proletariat. Und das Proletariat wird in dieser Konstruktion genau gleichgesetzt mit Weiblichkeit. Der Proletarier hat zu gehorchen, hat eine bestimmte Arbeit zu erledigen, wie die Frauen auch im Haushalt, Kinderbetreuung und so weiter und so weiter. Deswegen war für die, die proletarischen Aufstände waren für sie die Umkehrung, was sie da als natürliches, das war für sie das natürliche, sozusagen gottgewollte Herrschaftsverhältnis, die von unten wollen nach oben. Die wollen die Herrschaft im Staat. Das war genauso wie die Frauen wollen die Herrschaft in der Familie. Und wie das alles zusammenhängt mit einem Begriff, der nur ganz bisher sporadisch auftauchte, aber auf den ich noch gerne zurückkommen will, mir Angst. Im Zentrum, auch heute, aller dieser Befürchtungen, was die Migranten mit einem anstellen, ist eine Angst. Die Leute haben Angst davor und das wird dann immer so leicht gesagt, ja, weil so ökonomisch depraviert und die nehmen einem Arbeitsstellen weg oder sowas. Nein, das ist nicht so, das ist viel schlimmer. Wenn jemand Angst hat, sei es, er hat keine Arbeit oder er weiß nicht, wie er morgen seine Miete oder sowas zahlen soll, das hört ja nicht da auf, der geht ja nachts ins Bett und schläft, das verfolgt einen, der gerät in Schwindel oder sie und der Schlaf geht weg, der Schwindelgefühle kommen. Ich habe die ganzen Wirklichkeitswahrnehmungen dieser Leute nach dem Ersten Weltkrieg, denen die ihr Boden entzogen war, dadurch, dass jetzt das Kaiserreich weg war und der Soldatismus entwaffnet werden sollte, deren Ängste, das ist Angst vor körperlichem Verschlungenwerden. Denen geht der Boden weg unter den Füßen. Und wenn die sagen, wir müssen jetzt die Proletarier umbringen oder die Frauen, die sie dann mit Jüdinnen, besonders die erotische Frau, kommunistische Frau, jüdische Frau, niederhalten, das ist ein massives körperliches Bedürfnis von denen, ohne dass die nicht leben oder ihr merkwürdiges halluzinatorisches Denken loslassen können. Es muss, Nation heißt, es muss unterdrückt werden. Und wer sich diesem Prinzip nicht unterordnet, der muss weg. Also der Nationenbegriff in Deutschland läuft ganz, man muss sagen, logischerweise, fürchterlicherweise, sowas auch wie die Vernichtung der Juden hinaus. Das hätten auch andere sein können, aber diese Sorte Körperkonstrukt mit dieser Sorte politischem Rückgrat Nation kann auf die Dauer nicht leben, ohne irgendwen oder was zu eliminieren. Und Männlichkeit oben. Okay, ja, danke. Ich finde es auch nochmal interessant, weil wir auch eben jetzt häufig über diese Frage, also wir haben dem Deutschsein und wer ist da eingeschlossen, wer ist da ausgeschlossen. Aber ich glaube, was sozusagen auch nochmal dieser Blick in die Geschichte sozusagen deutlich macht, ist ja natürlich auch, dass diese Vorstellung des Deutschseins ein eben immens brüchiges ist, ein auch gewaltförmig entstandenes, wo ich glaube, bei euch beiden in den Arbeiten auch nochmal sehr, sehr schön diese Vorstellung von sozusagen ja so einer Angst von
Verweichlichung, ja, also auch tatsächlich auf den individuellen Körper, aber auch auf die Definition dessen, was denn sozusagen, ja, so diese Reinheitsvorstellung, diese Ideen hatten wir auch schon angesprochen. Und dann aber immer wieder auch als Reaktion diese Vorstellung von Verhärtung. Einerseits ja, in Bezug auf den Körper und bei Gabriele, du hattest jetzt auch nochmal diesen Begriff der Einheit, der war irgendwie sehr stark. Und ich würde irgendwie nochmal gerne bevor wir sozusagen zu diesen ganz aktuellen Herausforderungen im Antifeminismus zu sprechen kommen, trotzdem nochmal auch die Frage stellen, welche Rolle eurer beider Einschätzung nach da auch Diskurse um die Wiedervereinigung spielen. Also weil auch das etwas ist, was wir bisher eigentlich wenig thematisiert haben, was ich aber glaube ganz stark natürlich jetzt auch in diesen Reden darum, wer braucht Heimat, was sind das dann für Vorstellungen von Heimat und welche von welcher deutschen Nation sprechen wir eigentlich? Also ich glaube, da sind sozusagen ganz viele ungesetzte Dinge, die da eine Rolle spielen. Also vielleicht mag Gabriele zuerst noch mal was sagen, wie der Begriff Einheit bei dir besteht, denn du hast ja zu dem Aufstieg der neuen intellektuellen Rechten kurz nach der Wiedervereinigung gearbeitet und wie sich das jetzt vielleicht auch nochmal beschleunigt oder aktualisiert, magst du da nochmal ein bisschen zu ausführen? Ja, ich höre jetzt drei Fragen in deinen Fragen, also nochmal Historizität, Einheit verstanden, nicht als deutsche Einheit, sondern als ein imaginäres Einheitsschaffen und die Nachwendezeit. Zum Historisierenden nochmal, um vielleicht nochmal klarer zu machen, was ich eben versucht habe anzudeuten, in Differenz zwischen Heimat und Nation. Der Begriff Heimat war in der frühen Neuzeit, anders als er es dann wurde mit Entstehen der Nationalstaatsbildung, tatsächlich ein definierter Begriff, ein ganz unsentimentaler Begriff, ein Rechtsbegriff, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde oder einem bestimmten Hof bedeutete und wo auch bestimmte soziale Rechte daraus ableitbar waren. Das heißt, dieser Begriff ist nicht als ein Sentimentbegriff in der Romantik entstanden, sondern ist eigentlich ein alter Rechtsbegriff, der dann abgelöst wurde von der Nation als dem Rechtsraum, in dem man sich bewegte. Und dann blieb Heimat sozusagen übrig als ein Begriff, der anders gefüllt werden konnte, nach meiner Theorie, mit dem, was die Nation sozusagen liegen ließ oder was die Kehrseite war. Wenn ich jetzt großen historischen Sprung, Nachwendezeit Deutschland mache und mir die Texte vor Augen führe, die in der Zeit entstanden, vielleicht erinnert sich noch die eine oder andere, es gab damals mit einem Essay von Bodo Strauß, anschwellender Boxgesang sozusagen, ein kleines Fanal oder auch ein großes Fanal Richtung einer intellektuellen Rechten, die sich neu formieren wollte. Und die haben natürlich in ihrem Selbstverständnis wirklich Einheit in dem Sinne gedacht, jetzt sind wir ein wiedervereinigtes Deutschland, jetzt sind wir ein großes Deutschland. Und das war so im Grunde die intellektuelle Formation, wie sie ein Fußballer, der damals eine Lichtgestalt ist, jetzt ist das nicht mehr so ganz, der auch sagte, also jetzt, wo wir die Fußballer aus dem Westen und die aus dem Osten haben, sind wir für Jahrzehnte ungeschlagen. Hat sich nicht so ganz bewahrheitet, aber das war so die Idee, die man hatte, jetzt sind wir wieder wer und als wäre der Mauerfall so eine Art zweites Wunder von Bern. Und diese Formulierung, die beinhalten Ideologie, kritisch quasi alles, was man schon immer weiß, also natürlich Fremdenfeindlichkeit und nationale Stärke und Antifeminismus und all das spielte eine große Rolle, auch schon ganz weitsichtig der Blick, dass tatsächlich Multikulturalismus und Antifeminismus, das waren damals so die Begriffe, was sich ein bisschen verbal geändert hat, aber dass das sozusagen die neuen Feindbilder der Rechten waren, nicht mehr der Kommunismus, der Sozialismus, sondern eben diese. Und der Sprachgebrauch, und jetzt komme ich zu diesem Einheit, auf das du anspielst, in diesen Texten entsteht, wenn man sie anguckt, aus dem Sprachgebrauch, aus sozusagen den Assoziationsraum, den sie aus der deutschen Kulturgeschichte abschöpfen, eine Selbstimagination, in der tatsächlich ein Subjekt, ein individuell formiertes, imaginiertes Subjekt, als männliches Subjekt in eins fällt mit einer als männlich imaginierten Nation. Das heißt, diese ganzen Phantasmen von Entmannung, Verweichlichung und so weiter sind die Phantasma einer gleichzeitig Männlichkeit wie Nation bedrohenden Außenmacht oder innerlichen Verfalls, während dem entgegengestellt wird ein
im Grunde schon in den 90er Jahren gesellschaftlich überholtes Verständnis von sich verhärtender Männlichkeit, was dort aber ganz stark ins Spiel gebracht wurde und unglaublich erinnert auch an die Frontsoldaten bzw. die Freikorpsmänner. Und diese Figur, quasi die Nation, die man wieder groß machen will und stark machen will, aufzuladen mit Bildern von einer wieder groß und stark gemachten Männlichkeit, das war im Grunde die Einheit, die ich dort sozusagen als imaginativen Effekt dieser Texte angesehen habe. Und das finde ich sehr interessant in einer Gesellschaft, die ja auch schon in den 90er Jahren sozusagen sehr stark von Pluralität geprägt war und im Grunde mit diesem Bild einerseits eine Retrospektive herstellte von Nation und Männlichkeit, sich aber gleichzeitig an der Spitze der Geschichte fühlte, weil es war ja nun gerade wieder die politische Einheit hergestellt worden und das war so das Einheitsmoment. Zur Wiedervereinigung vielleicht noch ganz kurz. Die DDR hatte ja auch einen Heimatbegriff. Ich weiß nicht, ob hier ehemalige junge Pioniere oder Pionierinnen im Raum sind. Die Pionierhymne war ja eine Hymne an unsere Heimat, unsere Länder, unsere Städte, unser Gras, unsere Vögel. Und diese Heimat in der DDR endet damit, dass ja quasi diese Heimat geliebt wird. Wir lieben diese Heimat, wir lieben unsere Heimat, weil sie dem Volk gehört, weil sie unserem Volk gehört. Und die Parolen der Wendezeit im Ohr, wir sind das Volk, höre ich auch eine Resonanz dieser erlernten Idee von Volk, die sich nochmal ganz anders auf die Umgebung, auf das Land bezieht, als das eine westliche Perspektive vermag. Das willst du direkt, ja? Ja, okay. Ne, bei Einheit, bei deutscher Einheit. Wenn man ein bisschen Geschichtsbewusstsein hat, fällt einem, denke ich, da doch gleich, musste einem einfallen, ne, der alte Begriff, der Nazi-Begriff der Volksgemeinschaft. Ne? Die Einheit war ja da. Ne? Und die Rechte weiß bis heute genau, was Deutschland in den Grenzen von 37 heißt. Die meisten, die hier sitzen, werden das nicht wissen. Auch keine Vorstellung. Nö, glaube ich nicht. Ganz bestimmter und immer so gezeichnet, dieses Deutschland mit diesen so abfallenden, grafisch Außengrenzen, ne, Umrissen, die Körperlichkeit von 37, das Großdeutsche Reich, das sogenannte, mit allen Sudeten, Österreich und allem dran, und Gemeinschaft, Volksgemeinschaft. Das Erste, was die Nazis gemacht haben am 1. Mai 1933 nach der sogenannten Machtergreifung, war die Schließung der Gewerkschaftshäuser. Und die Umfunktionierung der 1. Mai-Demonstration zu nationalen soldatischen Demonstrationen, weil Gewerkschaften brauchte man nicht mehr, weil die Nation war jetzt eine Einheit, nämlich die Volksgemeinschaft, in die sich jeder in dieser bestimmten Weise einzufügen hatte. Nation heißt auch immer Hierarchie, hierarchisches Denken. Jeder weiß genau, an welchem Platz er wie gehört und wo er hingestellt ist und da soll er funktionieren und wenn er das tut, ist er toll. Auf diese Weise gehören dann auch die Frauen zur Volksgemeinschaft. Hitler hat in keiner Rede versäumt, die deutsche Frau zu loben, mit ihrer Funktion als Säule des Haushalts, als Säule der staatlichen Ökonomie, Verwaltung des Haushaltsgeldes, der Kinder etc., Nation etc., da sollte sie sich raushalten. Das ging bis zu dem Punkt, dass, denn mit Heimat hatten die Soldaten und die Nazis nach dem Ersten Weltkrieg eine schlechte Erfahrung gemacht. Denn sie behaupteten, ja, sie hätten den Krieg nicht verloren. Sie waren im Felde unbesiegt. Sie sind zu Hause besiegt worden. Und von wem? Von der Heimatfront. Und die Heimatfront waren streikende Frauen in Munitionsfabriken und sonst was. Und die auch sonst nicht machten, was die Militärs wollten. Die Heimat hat uns verraten. Und Heimat war in Misskredit geraten auf dieser Ebene. Und die Nazis haben systematisch daran gearbeitet, in den 30er Jahren deutsche Frauen aus Arbeitsbetrieben zu entfernen.
sie auf Hausgeschichten festzulegen, daraus, und als sie im Krieg Arbeiter brauchten, haben sie Zwangsarbeiter genommen, nicht die Frauen in die Fabriken. Der Frauenanteil wurde ganz geringfügig erhöht. Die wussten genau, Frauen in Fabriken sind in der Lage zu streiken oder nicht zu tun, was wir wollen. Die gehören da gar nicht hin. Aber Volksgemeinschaft mit einer ganz festen, bestimmten Stelle. Gut, und jetzt kam diese deutsche Einheit 89, 90 zurück, ne, wo die kritischsten, vernünftigen Leute haben natürlich sofort gesagt, oh Gott, jetzt kriegen wir 17 Millionen Idioten dazu, ne, zu denen, die schon da sind. Wollen wir die denn? Nein, wollten die eigentlich nicht. Du lachst. Das wurde natürlich tatsächlich, das stand in einigen linken Zeitungen, stand das so. Ne? Wir wollen die gar nicht. Ein anderer Schwager von mir pflegte immer, einen französischen Politiker zu zitieren, der gesagt hatte, ich liebe Deutschland so sehr, dass ich froh bin, dass es zwei davon gibt. Das war jetzt vorbei. Und jetzt kam Willy Brandt mit seiner Rede. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Ne? Und was sollte das heißen? Ne? Da wird so getan, erstens, als hätte es diese gesellschaftlichen Unterschiede nicht gegeben, die ja massiv da waren. Auch Frauenrollen, Rechte im Osten, im Westen, das wurde ja alles weggewalzt, ne, mit diesem merkwürdigen Einheitsbegriff. Und dahinter, fürchte ich, steht nach wie vor, und Mann haben wir bisher benannt, wir haben nicht gesagt weißer Mann, weißer Mann. Denn dass die ganze Geschichte eine rassistische ist und auf der Ebene auch die Frauen funktionieren können, rassistisch, das liegt an unserer 12.000 bis 14.000-jährigen Geschichte dieser Kultur. Nämlich, ich habe also das Vorwort zu Buch der Königstöchter habe ich angefangen mit dem Satz, am Anfang war die Einwanderung. Es gibt überhaupt keine irgendwie originale Kultur von Ansässigen irgendwo. Ob nun die Menschheit mehr in Afrika da oder dort entstanden ist oder an ein paar anderen Stellen. Fakt ist, dass sie alle nicht da geblieben sind an der Stelle. Die sind losgelaufen, die haben andere Gebiete besetzt. Da waren entweder schon welche, mit denen musste man sich vermischen, oder sie wurden beseitigt. Einwanderung, es gibt überhaupt keine unmigrantische Kultur von Anfang an. Aber mit der Sesshaftwerdung hat sich eine bestimmte Geschichte von Technologie entwickelt. Alles ist technologisch in dieser Kultur. Das fängt an, wie die Haustierzucht gemacht wird, dann die Metallschmelze, der Schiffbau, das Alphabet, die Geometrisierung der Welt, die Kartografierung, die Kolonisierung etc. Das alles steckt bis heute, ne, in den Knochen von jedem hier, unserer Kultur, so drin, dass ich würde so weit gehen zu sagen, keiner von uns kommt umhin, auf dieser Ebene ein Rassist zu sein, weil wir das mehr oder weniger, diese technologische Überlegenheit unserer Kultur, die unbestreitbar ist, die halten die meisten, die hier sind, automatisch für was Natürliches. Und das ist weißer Rassismus. Nicht nur männlicher, sondern von allen, die hier sind. Und von daher kann man nur gegenüber jeder Sorte Einheitsgedanken, und wir sind alle irgendwie eins, und das ist diese Kultur, immer so weit Abstand nehmen wie möglich und immer auf die Differenzen und verschiedenen Gruppierungen, und schließlich lebt man ja auch, man lebt ja mit einer Handvoll Menschen zusammen, tatsächlich nicht mit einem Land, weder mit einer Heimat noch mit einer Nation noch mit einer Rasse, die es nicht gibt, sondern mit ein paar Freunden, mit einer Familie, mit Geliebten und ein paar Gruppen drumherum, und das ist es dann. Darüber reicht man ja auch nicht raus mit dem, was man bewirken kann oder tut, und man kann sagen, wenn das tatsächlich überall so passiert, auf allen möglichen Ebenen, dann fällt diese ganze Einheits- und überlegene Rassensupremacy zusammen. Dann wird man ein bescheidener Nachbar. Ja, gut. Das ist jetzt wieder ein sehr, sehr hoffnungsvoll klingender Punkt. Ich würde gerne noch mal ein bisschen stärker dann doch aber auf die Frage von ja doch dann der Gewalttätigkeit von Nationen, die ja auch einen großen Reiz ausüben und dann vielleicht doch auch wieder nochmal stärker aktualisierend. Also wir haben jetzt ja natürlich auch von einem Erstarken von rechten Diskursen, auch nach einer sozusagen Nostalgie und nach einem Bedürfnis von Heimat, was sich ja auch daraus speist, dass genau
diese bestimmte Form von weißer Suprematie sich auch bedroht fühlen, unter Umständen auch zu Recht. Also das wäre vielleicht jetzt auch noch mal so ein bisschen meine Brücke in Richtung dieser Frage der Rolle der Frau. Die haben wir jetzt so ein bisschen angesprochen. Das heißt natürlich auch Frauen als Trägerinnen eines gewalttätigen Nationalismus, aber natürlich jetzt auch innerhalb der neuen Rechten, darauf ist Gabriele eingegangen, diese Frage des feministischen Backlash, den wir jetzt nochmal erleben. Also ich glaube, Klaus hat ja immer gesagt, es ging immer schon auch darum, Frauen rauszudrängen aus bestimmten Rollen. Und für mich wäre dann jetzt sozusagen die Frage, dass wir vielleicht zum Ende doch nochmal auch stärker wieder auf die aktuellen Debatten eingehen. Das hatten wir gestern auch schon so ein bisschen. Sollte uns also der aktuelle antifeministische Backlash eher Sorge oder Hoffnung geben? Also ist es sozusagen eine Sorge, dass Erreichtes zurückgedrängt wird, oder ist es auch hoffnungsvoll, weil wir es eigentlich als ein letztes Zucken von bestimmten Gegenwehren sehen und es eigentlich sozusagen hoffnungsvoller vielleicht auch als Effekte von Erreichten und von Ändern in der Geschlechterordnung sehen können? Wie würdet ihr das einschätzen? Vielleicht Gabriele zuerst. Ja, ich denke, was ganz wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass so etwas wie gleiche Rechte von Frauen sozusagen kein lineares Projekt ist. Das ist ein Zusammenhang, ein Emanzipationszusammenhang, der entstanden ist, der sich auch in einem bestimmten Kontext von universellen Menschenrechten und so weiter überhaupt erst formulierbar machte und erste Schritte unternehmen konnte. Und sozusagen, es hieß ja anfangs auch, ich bin auch in der Gleichstellungspolitik tätig, natürlich haben wir schon auch einfach Fortschritte erreicht, wenn man sich die Rechtsposition von Frauen in der Bundesrepublik in den 50er oder 70er Jahren anguckte, da musste für vieles noch das Einverständnis des Ehemanns eingeholt werden und so weiter. Da gibt es Fortschritte, das ist ganz, ganz ohne Frage so. Deswegen würde ich nie sagen, es gibt sozusagen ein Vorwärts und dann gibt es wieder Rückschritte, sondern es gibt einfach verschiedene Bewegungen. Wir haben auch in Europa ganz andere Rechtsmöglichkeiten von Frauen gehabt, bevor der Nationalstaat sich herausbildete. Das geht so ein bisschen unter in einer Geschichtsauffassung, die irgendwo vor dem Zweiten Weltkrieg das tiefe Mittelalter sieht, aber ganz so einfach ist es nicht. Also es gibt da durchaus viele Epochen und Differenzen, was es auch sinnvoll macht, immer den Historikerinnen und Historikern nochmal zuzuhören, was eigentlich Geschlechterordnung bedeutet. Und was ich jetzt in die Zeit hinein gesagt habe, das betrifft natürlich auch den Raum. Also auch da gibt es sozusagen natürlich unterschiedliche Entwicklungen. Das wurde in einem der Vorträge vorhin ja auch schon angedeutet. Also was wir jetzt erleben, und das ist, glaube ich, gar nicht untypisch für verschiedene Phasen von Modernisierung, und ich sage es jetzt mal ein bisschen zusammengekürzt, diese beschleunigte Globalisierung und Digitalisierung der Welt ist natürlich krisenhaft, das ist ganz klar, das wirft einfach ganz viel auf den Haufen, auch wie man sich sozusagen begegnet und wie Sozialität und organisiert ist und wie Generationenverhältnis organisiert ist, also da ist ziemlich viel am Laufen und es ist eine Konstante, das kann man glaube ich schon so sagen, dass Gesellschaften, die mit solchen Verunsicherungskrisen befasst sind, dazu tendieren, auf vermeintlich Bewährtes bzw. auf idealisierte Vergangenheiten zurückzugreifen. Und das kann man glaube ich ganz gut beobachten, auch in dem, was den Heimatdiskurs angeht, aber natürlich auch, was die Idee einer rückwärtsgewandten Geschlechterordnung angeht, in der quasi Glücksverheißungen angelegt sind, die so nie bestanden haben, vor allen Dingen für Frauen nicht, aber die trotzdem in idealisierter Art und Weise abgerufen und abrufbar sind, so wie nach dem Krieg die Heimatfilme. Also selten war die Kleinfamilie so schön wie in den Heimatfilmen und man kann sich nur danach zurücksehen, dass es wieder so wird. Also das sind dann eben auch so Hülsen und solche Hülsen werden wieder benutzt. Ich denke, das kann man aber durchaus auch als ein globales Phänomen betrachten. Das ist überhaupt nicht reduziert, also schon gar nicht auf Deutschland, aber auch nicht auf den europäischen Raum, dass diese Erschütterung von Gesellschaft, und dann kann man sich auch fragen, wann gibt es die nicht, aber es gibt sie halt doch manchmal weniger, einfach dazu führen, dass sich weite Teile der Gesellschaft dann eben auch sozusagen auf Althergebrachtes, und Althergebrachtes ist in der Regel patriarchal, ist autokratisch und ist in dem Sinne sozusagen überhaupt nicht
affin für das, was wir das Projekt Emanzipation nennen könnten. Also insofern Backlash ja, aber nicht als Spezifikum, sondern als eine Erscheinungsform, die eigentlich der erkennbare ist in dem, was ich genannt habe. Ich würde da ganz kurz, bevor ich Klaus ja. nur eine kleine vertiefende Nachfrage, aber es erscheint ja dann doch auch immer wieder paradox, weil sich ja dann natürlich in so neuen rechten Diskursen dann auch so paradoxe Betonungen von Frauenrechten in Abwehrhaltung zu Migration zum Beispiel ganz oft auch artikulieren. Also wie verhält es sich denn dann dazu? Also sozusagen was für eine Art von, wir haben sozusagen einen Antifeminismus, der sich aber bei gleichzeitig auch, wenn es strategisch passt, sozusagen als so pseudo-feministisch artikuliert, was wir ja auch schon sozusagen, also können wir auch nochmal sozusagen debattieren, ob sozusagen 9/11 so ein Einschub ist, in dem das sozusagen, wo das so beginnt, aber das ist ja interessant, dass sozusagen dann so Formen wie die AfD oder so Frauenmarsch oder sowas ankündigt, ne? Also wo dann ist das dann eine Reartikulation von dem, was dann sozusagen wie in der Nazi-Propaganda Frauen eingesetzt werden, oder ist das was ein ganz neues Phänomen, wie ist sozusagen dann eine Rechte in, rechtes Claimen von einer bestimmten Form von Feminismus unter Umständen. Ist das, wie verhält es sich damit? Also Claim ist ein sehr schöner Begriff, weil das ist ja auch ein territorialer Begriff, und den Claim abzustecken und den Claim sozusagen im Körper der Frau der jeweiligen Community abzustecken, ist sozusagen ein Klassiker eigentlich von rechtsnationaler oder nationalistischer Propaganda und Selbstaufstellung. Insofern wundert mich das gar nicht, dass das auch im rechten Feld in dieser Form funktioniert. Das ist für mich nicht wirklich etwas, was ich als feministische Argumentation greifen würde, sondern es ist eine Teilverdrehung feministischer Argumente, wenn man über die Sicherheit von Frauen zum Beispiel im öffentlichen Raum spricht und sie eben nur in bestimmten Segmenten attackiert. Ich denke, dass die AfD, Pegida und ähnliche Bewegungen, die da im Moment sehr aktiv eben gerade gegen Migranten auch unterwegs sind, dass die das sehr geschickt machen, weil sie anschließen an feministische Diskurse, die es gibt und die ja auch gerechtfertigt sind. Also bleib jetzt mal bei diesem Sicherheit im öffentlichen Raum, ist ja auch ein Klassiker der Frauenbewegung. Und ich denke, die Drehung dagegen müsste sein, quasi die feministischen Aspekte dieser Forderung, nämlich die Selbstbestimmung von Frauen und sozusagen unabhängig davon, wo sie herkommen, stärker zu machen und das emanzipatorische Moment daran stark zu machen und nicht dieses Moment, Männer einer Community sorgen sich um die Körper ihrer Frauen, um die Sicherheit ihrer Frauen. Denn das ist wirklich ein Klassiker rechter Propaganda, und der wird jetzt natürlich sozusagen aktualisiert. Also insofern wäre da die Gegenbewegung eigentlich, das ist jetzt etwas pathetisch, aber sozusagen der echte Feminismus, also der emanzipatorische Feminismus gegen solche Rekrutierungsfeminismen. Das, denke ich, wäre da richtig. Ja, es wurde ja gestern die Frage gestellt am Schluss, ne, Margarita, woher dieser Backlash, ne? Sollte es ihn geben, sollte er da sein? Ich bin tatsächlich nicht ganz sicher, ob es ihn so gibt, weil ich in sozialen Zusammenhängen lebe, wo mir solche Leute kaum über den Weg laufen, ne, persönlich, ne, im Fernsehen ab und zu mal, sonst kenne ich tatsächlich niemanden. Ich habe eher beobachtet in den letzten Jahren, in den letzten 10, 20 Jahren, eine ganz andere politische Bewegung, nämlich ein sich ausbreiten eines allgemeinen Sozialdemokratismus, der alle erfasst. Die CDU, ob das hier Ministerpräsident Günther ist oder Laschet in Nordrhein-Westfalen, die sprechen doch nicht anders als Frau Dreyer oder Frau Schwesig oder so, die SPD-Ministerpräsidentin sind. Der Niedergang der SPD als Partei, ne, liegt daran, dass alle Sozialdemokraten geworden sind und dass die SPD kein Alleinstellungsmerkmal mehr hat auf irgendeiner Ebene und nicht weiß, wie sie sich dazwischen verhalten soll. Noch an den Gewerkschaften ein bisschen festhält, aber wenn man die Presse nimmt, dieser Vorwurf von der rechten Lügenpresse, ne, worauf so Merk
würdig reagiert worden ist von den Fernsehmoderatorinnen und auch in den Zeitungen, dass sie diese Typen dann immer eingeladen haben, die dann da saßen. Woher kam das? Warum? Die haben das Gefühl gehabt, das stimmt. Denn was ist der Fall nach 68 gewesen? 1970, 71 konnte noch jeder Fernsehzuschauer mit jemand wie Löwenthal im TV, im ZDF mit seiner wöchentlichen Hetzstunde oder die Leitartikel der FAZ oder selbst der Süddeutschen zu nehmen. Man konnte als Rechter immer noch das Gefühl haben, wir sind hier noch an der Herrschaft. Das ist aus den Medien verschwunden. Die Medien sind durchweg bis zum letzten lokalen Regionalblatt drin, linksliberal geworden. Im Lauf, ja im Vergleich zu dem, guckt mir mal die Zeitung von den 70ern an und was da drin stand und wie mit uns geredet wurde auf der Straße bei Demonstrationen. Ich glaube nicht, dass heute ein Demonstrant in Hamburg auf der Straße hört, euch müsste man vergasen. Bei Adolf hätte man euch so und geht nach, das war der Normalton. Auf der Straße von Leuten und die Zeitung nicht viel anders. Das gibt es nicht mehr. Das ist tatsächlich auf vielen Ebenen weitgehend verschwunden. Und die Leute, die nicht da sind, diese Rechte, die empfinden das seit Jahrzehnten so, dass sie auf dieser Ebene ausgeschlossen werden, dass sie keine Stimme mehr haben. Auf dieser Ebene, und das stimmt auch, außer in ihren eigenen paar Scheißblättern, die dann auch so ausgewiesen sind. Denen ist wirklich was weg. Und die haben tatsächlich Angst, jetzt nicht nur ökonomisch, sind viele ja gar nicht abgehängt zu sein, sondern gesellschaftlich bedeutungslos zu werden. Nicht mehr ihr altes Herrschaftsgefühl, ob weiße Rasse, Überlegenheit etc., funktioniert alles nicht mehr. Und der da entscheidende Punkt, glaube ich, ist, und das ist bisher nur gestreift worden, sind, glaube ich, tatsächlich die neuen elektronischen Medien, das ist das Internet. Denn die Leute vorher, die saßen alle mehr oder weniger isoliert in ihren Löchern, haben sich vielleicht ein paar zu Wehrübungen im Wald getroffen und geschossen auf dies und das, aber sonst wussten die voneinander wenig. Und wenn die irgendwo demonstrieren wollten in liberalen Städten, dann kriegten die gar keine Räume. Oder wie das in Freiburg, wenn in Freiburg die NPD einen Kongress machen wollte, dann fanden sich 5000 Demonstranten um den Bahnhof ein und die konnten gar nicht aussteigen. Die mussten wieder abfahren und fertig. Das ist in allen Unistädten. Ne? Die konnten nicht in Erscheinung treten. Mit dem Netz treten sie in Erscheinung. Jeder Heini, der irgendwas geschrieben hat auf irgendeine Seite, das ist ja nicht nur Breivik, der Killer, der sein 1200-Seiten-Manifest ins Netz stellt am Tag vor seinen Mordtaten, sondern es ist der einzelne Blogger sonst wo, der irgendwas weit hingeschrieben hat und jetzt kriegt er mit mal 35 Millionen Likes weltweit. Ne? USA sind die meisten Gruppen, von denen das ausgeht, die einzigen Männergruppen. Es gibt ja einige auch ganz rechts, die das auch sexuell definieren. Der Frauenkörper ist unberührbar, ne, verdirbt. Breivik hat 3 Jahre vor seinen Morden keine sexuellen Kontakte mehr. Das ist, bei all denen ist zentral Anti-Weiblichkeit, Anti-Feminismus sowieso. Aber es war mehr oder weniger clandestin. Und jetzt hat das eine ungeheure Breite, also diese Doppelseitigkeit der Technologien, was immer Dual Use heißt. Mit der Gabel kann man essen, mit dem Messer und jemand erstechen oder umbringen. Das Netz als Graswurzelrevolution gefeiert, Demokratie für alle und alle können, haben die kapiert und haben die okkupiert und sozusagen gekapert und sind mit mal eine Weltmacht, eine rechte Weltmacht auf der Ebene. Für mich liegt der Backlash wirklich darin. Ob sie tatsächlich mehr oder mächtiger geworden sind, weiß ich nicht. Aber ihre Erscheinungsform ist ungeheuer viel mächtiger geworden. Und man kann sie nicht mehr übersehen, da sie auch in den Parlamenten hocken jetzt. Und das hatten sie vorher nicht geschafft. Das haben sie dadurch geschafft, auf diesen Ebenen. Es gab keine bessere Reklame gegeben für Gauland und all diese Vogelkackenleute als ihre Auftritte bei Illner und Will und Maischberger. Das, was für mich unverständlich und beinahe kriminell war. Diese Kriminellen, das sind Leute, die reden so, dass andere getötet werden sollen. Weg! Man lädt Kriminelle nicht in Talkshows und kann das begründen. Und man kann sagen, natürlich sind wir für euch Lügenpresse.
Nämlich, wir vertreten ganz bestimmte andere Interessen, die sind für euch Lügen. Euer Wort ist vollkommen richtig. Das haben sie leider nicht gemacht. Ich höre da wieder viele Paradoxien. Also ich glaube auch, dieser Begriff des Backlash ist einfach ein ganz schwieriger, weil wir immer wieder auch sehen, also sozusagen, du hast jetzt herausgearbeitet, du sagst, naja, es ist eigentlich auch eine Reaktion darauf, wie linksliberal eigentlich sozusagen die Presse ist und Kontrast sozusagen, stellst da jetzt auch ein Armutszeugnis sozusagen letztlich in der Reaktion auf das Erstarken der Rechten in den neuen Medien aus. Gleichzeitig können wir aber natürlich auch sehen, wenn wir uns das sozusagen auch Staatsorgane angucken, jetzt im Kontext von so etwas wie dem NSU-Komplex oder so, da sehen wir natürlich auch, dass das ist dann nicht nur sozusagen ein Versagen von Printjournalismus, sondern dann ist es natürlich trotzdem auch so, dass tatsächlich auch nach wie vor auf staatlicher Ebene aktiv ein Ausschreiben, sozusagen ein aktives Vergessen, ein Ausgrenzen, diese gewalttätigen Effekte aus der Nation ja nach wie vor nicht verschwunden sind, also in ihren Apparaten, in den Staatsapparaten. Also ich glaube, da ist sozusagen, weiß ich nicht, da wäre ich dann vielleicht nicht ganz so optimistisch, wie weit wir da sind. Vielleicht würde ich gerne nochmal trotzdem, bevor wir so ins Publikum öffnen, so eine letzte Frage an euch beide stellen wollen. Wir haben jetzt immer wieder, sind wir darauf zurückgekommen, dass die Nation, also wir haben heute auch von Amnesie gehört, ich glaube, es war jetzt sehr hilfreich, nochmal verschiedene historische Stationen aufzumachen. Ich frage mich immer wieder, ob die sozusagen ein Stück weit, erscheint es mir so als so ein Refrain, dass die Nation auch immer wieder vergessen muss, dass sie eine Gemeinschaft der Differenten ist, um eben zu dieser Imagination der Heimat als Einheit zu gelangen, und zwar eben nicht nur auf die sozusagen die Migration der neuen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch sozusagen der deutschen Geschichte per se in der Entstehung überhaupt von den deutschen Staaten. Von daher würde mich jetzt nochmal interessieren, Klaus war sehr, sehr kritisch, was sozusagen eine Möglichkeit einer positiven Imagination oder auch Fantasie von eben Begriffen wie entweder Heimat oder Nation, das würde ich jetzt gerne so offen halten, denn es gibt ja jetzt auch in Reaktion von so rechter Beschlagnahme dieser Begriffe ja auch irgendwie so gegen Antworten, gegen Reaktionen eben diese Begriffe auch links, migrantisch, anders in Beschlag zu nehmen. Wir haben gestern über den Wald gesprochen, andere Bilder sozusagen. Ist das etwas für euch, wo man sagen würde, naja, vielleicht müssen wir dieses positiv Heimliche auch claimen, jetzt ist wieder das Wort da, von einer anderen Seite. Ich selbst bin da, sag da vielleicht am Ende noch mal was dazu. Ich bin da sehr skeptisch, aber ich würde gerne noch mal eure Meinung dazu hören. Immer viele Fragen in einer Frage. Also wenn ich von mir persönlich spreche, ich bin schon ganz zufrieden damit, wenn ich mir manchmal Eichendorffs Mondnacht rezitieren kann oder Hölderlins An die Parzen oder in Brandenburg ein Konzert von Bach höre. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass mir Bruckner in einer Kapelle in Thüringen gefallen könnte. Ohne dass mich die Anwandlung überkäme, das hätte irgendwas mit den Rechten auf den Leim gehen zu tun. Also hätte ich überhaupt nicht. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die man macht als Mensch, die sich eben auch in bestimmten Erfahrungshorizonten von Lektüre, Musik, Landschaft, wie auch immer, bewegt, auch das zu erleben zu können, sozusagen auf den verschiedenen Ebenen, wenn man etwas erlebt, die verschiedenen anderen Ebenen, in denen das resoniert, um es mal so abstrakt zu sagen, wahrnehmen zu können. Und ich glaube, das wird jeder Mensch gerne mögen, der sich in irgendeinem Bereich auskennt und sozusagen merkt, ich sehe nicht nur die oberste Ebene, sondern ich kann auch andere Ebenen, die da mitschwingen, die da wie darüber geschrieben wurde oder so, miterleben und eben auch diese sinnliche Ebene von Poesie und Musik und dem Duft eines Waldes oder so etwas mitzunehmen. Und ich denke, so zu erleben und in dem Reichtum von Kultur zu leben, ist eher ein Menschenrecht als irgendwas, was irgendwelche Rechten für sich claimen sollten. Also da bin ich, glaube ich, ganz entschieden. Und das sind sicherlich sehr unterschiedliche Bereiche, in denen man das hat. Und das ist was anderes, ist es wirklich zu sagen, ich besetze Heimat positiv. Also es gibt Umfragen, über 90% der Deutschen verbinden mit Heimat ein positives Empfinden. Das kann man erstmal zur Kenntnis nehmen. Das wird nicht rechts empfunden, sondern als positiv.
Das ist bei Anhängern der unterschiedlichen politischen Parteien, variiert das unglaublich wenig. Also ganz viele Menschen können mit Heimat was anfangen, was auch immer sie darunter verstehen. Wenn man sie befragt, ist es eigentlich für die meisten, jetzt zitiere ich eine Umfrage, tatsächlich so etwas wie Familie, Freundes, Bekanntenkreis. Wenn man Antworten vorgibt, steht Deutschland da, also die Nation, vor Einheiten wie Hamburg oder Schleswig-Holstein, also die regionalen Herkünfte. Das ist offensichtlich so, und ich würde auch nicht die Interpretation wagen zu sagen, dass sich in all dem reaktionäres Denken verbirgt oder auch kein reaktionäres Sentiment. Warum jetzt diese Diskussion so hoch geworden ist, wie zum Beispiel in dieser Konferenz, und das ist ja auch schon alles wieder untersucht, dass es Konjunkturen des Heimatbegriffes gibt in den Medien, in der Öffentlichkeit. Dazu haben wir, glaube ich, schon ziemlich viel gesagt, und das ist, in Deutschland steht der Begriff Heimat für einen Erfahrungsraum von Geborgenheit und so etwas, und der kann sehr, sehr unterschiedlich ausgedeutet werden, und als solcher steht er historisch, das haben wir nun sehr explizit besprochen, als Effekt einer sehr männlich gedachten Nation, und jetzt könnte man den Rückschluss machen im Dreisatzverfahren, also ist unsere Nation weiterhin sehr männlich definiert. Dem würde ich zustimmen, trotz der Staatsbürgerschaft von Frauen, weil die Gewalteinlagen des Staates im Grunde geblieben sind, wie sie in der Nationalstaatsbildung angelegt worden sind. Und insofern schließt sich dieses Dreieck auch, ohne dass ich sagen würde, die Menschen, die in unserer ja doch recht demokratischen Gesellschaft den Heimatbegriff für sich interpretieren und sagen, da wo ich mich wohlfühle, da wo ich meine Kindheit verbracht habe, benutzen den nicht im Sinne einer Reaktion. Also auch da bleibt im Grunde ein gewisser Amphibienstatus. Ja, um mit Nation anzufangen, deren Existenz ja unbestreitbar ist, als juristisch, ökonomisch, politische und umgrenzte Gebilde, da ist das Mindeste, und das ist auch bei allen vernünftigen Menschen, sage ich jetzt mal, die ich kenne, die sind natürlich automatisch zumindest Internationalisten. Also nicht etwa, dass jemand stolz darauf wäre, Deutsch oder Englisch oder sonst was zu sein oder Italiener, sondern das ist doch gerade einer der Fortschritte auf dieser Ebene, der gemacht worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Sorte zumindest in Europa versucht zu beseitigen, dieses kriegerisch aufeinander losgehen und die anderen unterdrücken und abschlachten. Das ist ja bei den vernünftigen Leuten weitgehend geteilt. Also Nationendenken ist... Gut, es gibt es noch, aber wie gesagt, kann man die Menschheit unterteilen in halbwegs vernünftig oder nicht, da gibt es das nicht. Und, was ich an Musiken gehört habe, ist fast alles sowieso nicht deutsch und auch überwiegend nicht englisch. Aber mit der Heimat, die kannst du mir auch nicht näher bringen mit dem, was du sagst. Und die 95%, weiß ich auch nicht genau, was sie sich darunter vorstellen. Das sind auch so Umfragen, die man, wer hat die wieder gemacht? Und die meisten werden sagen, unter Heimat verstehen sie den Freundeskreis und da, wo sie wohnen und nicht irgendeine Region, wo dann andere nicht reingehören. Also man kann das, wenn man will, idyllischer und freundlicher formulieren, aber es wird ja eben meistens nicht getan. Und wenn du sagst, okay, oft wird ja genau dieses Eichendorff-Gedicht zitiert, mit Schumann-Vertonung, die Mondnacht. Das heißt aber nicht, meine Seele breitet ihre Flügel aus, als flöge sie in die Heimat. Es heißt, als flöge sie nach Haus. Das ist was anderes. Das muss nicht unbedingt Heimat sein. Nach Haus kann von mir aus in jedem möglichen Land sein, wo ich mich aufhalte oder da und da bin oder lebe oder so. Das ist nicht Heimat. Hier wird Eichendorff missbraucht an der Stelle. Und es gibt in romantischen Liedern natürlich auch, und ist ein Schubert-Lied, glaube ich, weiß nicht, wo viel mehr Text ist, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Das ist doch was Reales. Warum die Angst vor der Fremdheit? Wenn man genügend Verbindung hat zu einigen verlässlichen Leuten, dann ist es doch
eher normal, in Anführungszeichen, dass man den anderen gegenüber fremd ist und die einem gegenüber auch. Und dann gibt es da und dort Berührungen, man hat zudem mit denen zu tun und dann muss man immer die sporadisch die jeweils nötigen Verbindungen herstellen. Mit den Eltern in der Schulklasse, auf dem Elternabend, mit den Spielern der Volleyballgruppe, mit denen man spielt, mit den Nachbarn 2, 3, 4 Häuser weiter etc., mit denen, die man da trifft. Das sind ja lauter Dinge, die man schaffen kann, wenn man einigermaßen den Boden auf den Füßen hat. Und ich würde ja sagen, wer so viel Boden unter den Füßen hat, braucht nicht Heimat. Ne? Es war gestern ein schöner Satz, das Leben, Bewegung fängt an mit den Füßen. Ne? Wo man mit den Füßen sich hin bewegen kann und hingeht und weiß, wie man trifft, ohne umgebracht zu werden. Und dann kann man sagen, ne, Heimat, kann man Freddie Quinn überlassen, meine Heimat ist das Meer und so. Ne? Gut, dann freue ich mich, dass wir in der Auslegung romantischer Gedichte gelandet sind auf dem literaturwissenschaftlichen Podium und würde gerne dann das zum Anlass nehmen, auch nochmal die Verbindung zum Publikum zu suchen und für Fragen zu öffnen. Keine Frage? Ich habe eine Frage an Gabriele Kemper, und zwar, ich hoffe, ich habe das am Anfang missverstanden mit der Heimat und dem Weiblichen, und das war wahrscheinlich nicht affirmativ gemeint, sondern dass es sozusagen da rein imaginiert wird, ist das richtig? Und weil ich halt ein großes Problem mit diesem irgendwie das Kämpferische ist das Männliche, also wenn ich, weiß ich nicht, an den Ersten Weltkrieg denke, dann haben die Suffragetten, also dann haben die Feministinnen den Männern weiße Federn gegeben, wenn die den Kriegsdienst verweigert haben. Also wir sind da schon sehr mit in dem System gefangen, an unterschiedlichen Positionen natürlich, aber wir sind jetzt leider nicht die besseren Menschen. Wäre schön, wäre sehr, sehr schön. Ja, das stelle ich gerne klar. Also ich habe über das Phantasma des Weiblichen als Heimat gesprochen und dafür eben diese Figur der Mutter Heimat bemüht, weil ich denke, sie ist die Heimat, die sozusagen das Weibliche, aber auch die Frauen, das geht da durchaus ineinander, den Männern und einer Männlichkeit bereiten müssen, die sich wirklich in einer nationalen, also verhärteten Männlichkeit bewegen. Insofern habe ich mich da im Bereich der Deskription des Phantasmas bewegt und nicht im Bereich einer Affirmation gleich welcher Art. Ich fände es auch keine positive Affirmation zu sagen, dass das Weibliche die Heimat ist, und im Gegenteil, also die Zuschreibung von Eigenschaften zu Geschlecht sind, qua Geschlecht sind ja sozusagen die Quintessenz überhaupt einer solchen Aufspaltung, in der Gesellschaften dann leben und wo sich aus der Aufspaltung ja auch ein Großteil der Gewaltförmigkeit der Gesellschaften entwickelt. Und das, denke ich, ist sozusagen das Gegenteil von einer, wenn man überhaupt so etwas haben will, feministischen Utopie. Und mit Charaktereigenschaften von Frauen, ob die jetzt gut sind oder schlecht, hat das eigentlich ziemlich wenig zu tun. Herr Thewaldert, ich habe eine kleine Frage, beziehungsweise den Zusammenhang, über den Sie gesprochen haben, von den neuen Medien und den erstarkten Rechten. Und zwar, also der Zusammenhang, also für mich stellt sich das anders dar, und zwar sehe ich eher, dass die sagten, ja, die Rechten haben in Talkshows nichts zu suchen. Oder, also ich sehe, in meiner Meinung nach ist es so, dass die Tatsache, dass erstmal die Rechten die ganze Zeit in allen Talkshows waren, die Tatsache, dass auch so Prestigeblätter wie die Zeit und auch so einen subtilen Antifeminismus und subtilen Nationalismus ja salonfähig gemacht haben, dass das im Prinzip einfach die Möglichkeit gibt, persönlich im Internet dann als Trolls oder also dass das im Prinzip rechtfertigt, wie Menschen persönlich im Internet angegriffen werden, die eben für Feminismus oder Antinationalismus einstehen. Also ich habe das Gefühl, dass es die auch auf Twitter oder auf allen möglichen sozialen Netzwerken, dass dort die Rechten eben eher nicht eher als Vernetzung sehen, sondern eher als eine Art von Möglichkeit des Angriffs auf eben einzelne Personen, und dass die Medien, die öffentlich-rechtlichen und auch die großen Zeitungen diesen Angriff möglich gemacht haben durch ihre
ja, durch den Themendiskurs oder durch die Art, wie sie mit diesen Themen umgegangen sind. Ja. Das nur als Anmerkung oder als vielleicht Frage. Ja, würde ich also ähnlich sehen. Es war vielleicht ein bisschen die Gefahr, das Netz und diese Institution Fernsehen ineinander zu schmeißen. Das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Das Netz ist in dem Sinne keine Institution, sondern eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit haben die gelernt zu nutzen, ne? Und zwar sehr geschickt zu nutzen. Nicht nur wie Trump das vormacht mit Twitter und so weiter und andere, sondern das ist tatsächlich eine neue materielle Möglichkeit geworden, sich in der Welt zu verbreiten und sich zu vergewissern, es gibt so und so viele andere und Millionen, die dahinter stehen und die das auch denken, und ich bin nicht mehr dieser Hinterwäldler alleine, der da irgendwie sein Zeug vor sich hin bruttelt. Dass die Talkshows geholfen haben, das zu verstärken, da gibt es ja auch die Statistiken, dass sie überproportional eingeladen worden sind, und man fragte sich, warum. Und da habe ich halt nur gemutmaßt, dass sie sich tatsächlich getroffen fühlten von dem Lügenpresse. Statt offensiv dagegen vorzugehen, und ich sage, guck mal eure Blätter an, was da drin steht, oder in Amerika Kreationismus oder sonst was, ist doch nicht schwer dagegen zu argumentieren, aber auch zu sagen, dafür geben wir euch keine Basis, keine Ebene. Wir haben gute Gründe, euch nicht einzuladen. Hätte man wunderbar vertreten können. Und das haben die leider versäumt. Da sind die irgendwie auf den Leim gegangen, diesen Angriffen, ne, als tatsächlich in ihrem Gefühl, wir sind doch, das muss dazu gesagt werden. Die Illusion aufrechterhalten, der Journalismus, wir sind objektiv. Ne? Wir berichten doch objektiv, wir tun doch unser Bestes. Was für ein Blödsinn. Ne? Die bürgerliche Presse tut ihr Bestes, bürgerliche Interessen zu vertreten. Die von bestimmten Ökonomien, die von bestimmten Klassenverhältnissen, das sind keine kommunistischen Zeitungen, die wollen das nicht. Und das kann man doch offen sagen. Ne? Und wir sind anti-rechts, ne, vernünftige Leute. Jetzt sagen wir, sind verloren, wenn die Konservativen, also die CDU gemeint, wenn die aufhören, Antifaschisten zu sein. Ne? Die haben in der bundesrepublikanischen Demokratie gelernt, zumindest formal Antifaschisten zu sein. Ne? Jetzt kippelt das, jetzt wackelt da irgendwas. Wenn, dann wäre das eine Sorte von Backlash, ne? in diesen Parteien. Seehofer und so weiter, ne, möglicherweise das. Aber gestern hat Mark Terkassides darauf hingewiesen, dass der Staatssekretär hinter Seehofer, ne, einen Herr Kerber, mit dem ich gerade ein Interview gelesen habe in der Taz, er nannte ihn einen Merkel-Mann, der redet reine Sozialdemokratie. Ne, also das geht durch alle Parteien so und so und so. Ne, und wer da rechts und rechtspopulistisch denkt, ne, ich lasse jetzt mal Wagenknecht und Lafontaine weg, weil ich nicht glaube, dass die rechtspopulistisch sind. Das ist eine merkwürdige Verdrehung. Die sind, glaube ich, nur eingebildet, ungeschickt oder sowas, aber wie man das nennen soll, weiß der Geier. Aber diese mediale Geschichte mit der Nutzung des Netzes ist längst nicht zu Ende. Ne? Trump ist auf der Ebene auch nicht, das ist nicht der Präsident, der das bleiben wird. Das wird auf den Ebenen, das läuft auch zum Teil schon so, Orban, Kaczynski etc. Und die versuchen das so kontrollierend, andere Sachen zu verbieten, Türkei, Iran, und da ein rechtes Instrument draus zu machen aus diesen elektronischen Möglichkeiten. Da ist ungeheuer noch was los und da kommt noch einiges auf uns zu. Auf uns kommen noch zwei Fragen zu und dann würde ich die gerne sammeln und dann vielleicht nochmal zwei Abschlussstatements von unseren Referentinnen einladen, weil wir auch mit diesem Panel dann zum Schluss kommen müssen. So einmal da drüben und dann zum Abschluss Margarita noch. Hallo, ja, Herr Theweleit, vielen Dank für das Plädoyer für die positive Kraft des Fremden. Ich finde das sehr wichtig. Vielen Dank für das Plädoyer für die Fremdheit oder das Fremdsein. Und ich finde es auch sehr gut, ein bisschen Geschichte zu erinnern. Und meine Frage ist eigentlich, es gab ich würde Sie vielleicht beide gerne fragen, jetzt nicht nur, also eben auch auf diese Nachkriegsgeschichte nochmal einzugehen. Es gab in der Literatur Gruppen, ich glaube es war Gruppe 61 oder Gruppe 57 hießen die sich verweigert haben, die Sprache, die deutsche Sprache genauso weiter zu benutzen, wie sie aus dem Nationalsozialismus heraus geformt wurde. Und es gab eben die Suche nach einer anderen Sprache in dem Sinne.
Und ich finde das eigentlich einen wichtigen Punkt, insofern als dass man ja irgendwo hier einen Begriff benutzt, der so nah an der Geschichte des Nationalsozialismus dran ist. Und vielleicht könnten, ich weiß nicht, ob Sie diese Gruppe kennen oder ob Sie von dieser Bewegung auch was gehört haben, aber mich würde es interessieren, wie aus der Nachkriegsgeschichte diese Frage zur Sprache auch hin gedacht wurde und zu der Notwendigkeit eigentlich sich dazu zu verhalten. Können wir noch abschließen? Margarete, du wolltest auch noch mal die letzte Frage nehmen und dann vielleicht eine abschließende. Ich gebe dir, oder Walz, willst du hier? Sorry. Ja, es ist schön, so gegen Ende der Konferenz komme ich auch langsam daran, ein bisschen klarer zu werden, was ich kritisieren würde. Weil du hast von dem Amphibienstatus des Heimatbegriffs geredet. Und ich glaube, was klar sein muss, ist, es gibt nichts, was man gegen einen Begriff sagen kann. Ja? Also es geht nicht um den Begriff Heimat, der ist in seiner Geschichte so viel dehnbar und verschieden projiziert worden. Und wir haben vorhin gesagt, Bloch hat ihn nochmal anders verwendet und Arendt hat ihn nochmal anders verwendet und Tucholsky hat ihn auch nochmal anders gewendet. Und es gibt natürlich auch nichts gegen das Gefühl, verortet sein zu wollen. Auch dieses Gefühl kann man nicht kritisieren. Ne? Das kann durchaus bestehen. Natürlich ist das Fremdsein eine progressive Irritation, aber auch bleiben zu dürfen und bleiben zu können, ja? Das ist auf jeden Fall etwas, was jedem gewährt werden soll. Und da muss ich schon sagen, dass ich da sowas wie das Zuhause kann man auch sagen. Ne? Warum die Frage ist doch, wie dieser Begriff heute, in welchem Kontext er heute zurückkehrt. Das ist meine Frage. In welchem Rahmen, in welcher Zeit und von wem? Und von wem muss man sagen? Seehofer. Jemand, der gesagt hat, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Jemand, der sagt, dass nicht nur Obergrenzen, Transitzentren und also ein Chaos hergestellt hat in dieser Regierungskoalition, um auszugrenzen. Ja? Meine Befürchtung ist, mit dem Begriff in diesem Kontext, dass der quasi wie ein Fenster aufmacht, um sich noch mehr in den Chor einreihen zu können des Widersagensdürfens. Ja? Also sozusagen, das muss man sagen dürfen, das muss man sagen dürfen und Heimat muss man doch auch sagen dürfen. Und ich habe sozusagen die Befürchtung, dass dadurch, also dass es tatsächlich ein rhetorisches Zugeständnis und symbolpolitischer Akt ist, einer bestimmten Fraktion des konservativen Milieus, das Angst hat, quasi den Boden unter den Füßen zu verlieren und deswegen noch weiter nach rechts geht und deswegen rhetorisch sich ausweitet. Ja? Und dann eben die Rückkehr zum Altbewährten, ja? was du vorhin gesagt hast. Das ist die Rückkehr zu dem, was man kennt, weil man ist verunsichert, das ist die Rückkehr zu dem, was man kennt und man macht das, was gewöhnlich war und ich würde dir total recht geben mit der Art und Weise der Bürger, der Presse und wie Presse berichtet, also Presse berichtet suggestiv auf jeden Fall und auch schon in der Art und Weise, wie Presse schon immer berichtet hat, sind ja diese Rassismen und Nationalismen schon implizit drin. Die Frage ist, ob du es quasi nochmal zuspitzt rhetorisch. Und ich finde halt, durch den Heimatdiskurs wird quasi das diskursive Feld in diese Richtung zugespitzt. Das ist warum ich mich vor dieser Begriffsnutzung so fürchte. Und auch, die Genderaufteilung dabei ist, und das muss ich sagen, Heimat ist weiblich. Warum? Und das ist der Antifeminismus. Der Antifeminismus will die Frau als Mutter sehen. Ja? Also sozusagen Heimat ist Mutter, ist Geborgenheit, ist Mutter. Ja? Und das ist das Antifeministische daran. Deswegen ist es auch für mich ganz schwer, natürlich auch als Feministin Heimat als irgendeinen progressiven Begriffsraum zu empfinden. Wie lautet jetzt die Frage? Ich würde jetzt, genau, ich, also... Darf ich noch? Also ich finde nicht, dass Leute am Podium unbedingt nur Fragen brauchen, sondern ich finde, es ist ein offener Denkraum und wir sollen miteinander das diskutieren. Genau, ich glaube, also ich würde jetzt eigentlich auch wirklich nochmal einladen, euch beide auf das jetzt Gesagte, die eine Frage und das Statement nochmal abschließend einzugehen, dass ihr beide noch einmal die Chance habt, darauf zu reagieren. Ja, mit der Sprache, ne? Die deutsche Sprache nach
Weltkrieg II. Ne? Ich bin dann noch aufgewachsen mit ostpreußischem Ton im Ohr, ne? Und so die Zunge. Und dann umgewöhnt in Schleswig-Holstein auf eine andere eine Sorte Hochdeutsch, wo das Plattdütsch sich dazwischen mischte, das, was ich mit Begeisterung aufgenommen habe. Schon weil das eine Sprache war, die sich von der Eltern unterschied. Die konnten das nämlich nicht. Und als ich in der Schule Englisch lernte, war das wie ein Anfang eines neuen Lebens, sich ausdrücken zu können. Und da half dann Popmusik und all diese Texte, die ich dann lernte, mit die nicht deutsch waren. Ich habe auch irgendwann angefangen, in diesem Alter Englisch zu träumen, in solche Dialoge. Und ich habe meine Aversion gegen Sprechen zum Beispiel im deutschen Theater, ne, habe ich erst nicht gewusst, woher die kommt, bis ich dann die Nazi-Aufnahmen gehört habe. Die Wochenschau, die Filmsprache etc. und die deutschen Stadttheater, die ganzen Schauspieler redeten genau in diesem Goebbels- und ähnlichen Nazi-Tonfall. Für mich unerträglich bis heute. Die meisten Kassetten, die wir dann angeschafft haben für die Kinder, Märchen und so weiter, dieselben Stimmen, dieses Erzählen, grauenvoll. Also das war ein Teil des eigenen selbstständig oder Erwachsenwerden, sich aus diesen Sprachzusammenhängen rauszubewegen. Das ging bei mir so weit, dass ich so gut wie keinen deutschen Roman ertragen konnte. Ob das Martin Walser oder sonst wer ist bis heute, ich kann dieses Zeug nicht lesen. Wirklich, eine Blechtrommel war die Ausnahme. Das war ein Versuch, mit diesen Sachen umzugehen und Katz und Maus auch noch. Danach ist das bei Grass auch in sich zusammengefallen, hat das nicht durchgehalten. Aber sonst, ich konnte sowas lesen wie Enzensberger. Aber vor allen Dingen, und jahrelang mein Lieblingsbuch, war Enzensbergers Museum der modernen Poesie. Das war ein Versuch der Zusammenfassung so von Weltlyrik übersetzt ins Deutsche. Das war kein Deutsch, das waren andere Sprachen. Ne? Und das waren lauter so Tore, Öffnung zur Welt. Die sind nicht über deutsche Sprache gegangen, sondern über sowas, über Aufnahme von Weltliteraturen, Aufnahme anderer Musik und alles das. Und das ist bestimmt bis heute. Ne? Ich kann die meisten Deutschredner bis heute nicht ertragen. Zum Ende. Ja, ich würde gerne das Motiv der Fremdheit nochmal aufgreifen, weil ich denke, das ist eigentlich ein unglaublich wichtiges, wenn man über den Begriff Heimat redet, jetzt über den Begriff, nicht über die sozusagen Bedarfe dahinter. Und ich denke, das ist tatsächlich ein, Sie haben es jetzt auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die Sprache, Viktor Klemperer hat uns ja sehr geholfen, auch die Verheerungen zu verstehen, die in der deutschen Sprache angerichtet wurden durch den NS. Und natürlich bedeutet es immer auch wieder, sich um eine Sprache zu bemühen, die sozusagen nicht in Kampfeshaltung verfällt. Und das, ich könnte jetzt auch pathetisch sagen, das wäre für mich eine Heimat, die Sprache sozusagen immer wieder in die Brechung und in die Ironie führt, um sozusagen nicht in der Selbstgewissheit oder der ja auch sozusagen Selbstgefälligkeit zu verharren. Und ich glaube, wenn man das als ein Blick nimmt auf Gemeinschaften, egal wie sie sich jetzt verstehen, ob regional, ob als Sprachgemeinschaft oder wie auch immer, dann ist das ein ganz guter Hinweis, um nicht den Verwerfungen eigentlich eines sich totalitär gebärenden Gemeinschaftsbegriffs und damit Heimatbegriffs hinzugeben. Und ja, das Statement von dir sehe ich, also ich kann es auch nicht anders als ambivalent belassen, weil die Bedarfe, die da sind, werden formuliert, sie werden von vielen Menschen als Heimat formuliert, von vielen Menschen werden sie nicht als Heimat formuliert, die sagen, mit dem Begriff kann ich nichts anfangen, trotzdem habe ich dies oder das gerne und mein Freundeskreis und das ist auch in Ordnung. Ob deswegen der Begriff als solcher tatsächlich sich damit desavouiert hat,
Das finde ich, ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich habe diese Talkshow erlebt, wo Bernd Höcke da die Deutschlandfahne aus der Hosentasche zog und über die Lehne gelegt hat, habe vielleicht die einen oder anderen auch gesehen, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und unser Bundesjustizminister ist sozusagen in Verhaltensstarre gefallen und konnte überhaupt nichts damit anfangen, wo ich irgendwie denke, so what? Also ob man sie mag oder nicht, das ist ein Hoheitszeichen der Nation, für die er Minister ist, da kann man noch gut sein. Dankeschön, Herr Höcke, das ist unser... ist auch vor meinem Ministerium, da flattert das Ding auch, lass uns weiterreden. Stattdessen wird da ein Symbol, gegen das es sozusagen zumindest aus dem Kontext der Staatlichkeit her gedacht, nichts einzuwenden gibt, führt dazu, dass das ganze Podium dort irgendwie in Schockstarre verfiel und sich vor Aversion kaum retten konnte, wo man eigentlich ganz locker hätte bleiben können und sagen, ja gut, Sie können das Grundgesetz gleich daneben legen oder wie auch immer. Also und zu sagen, da kommen jetzt welche, die nehmen den Begriff Heimat und stellen damit ihre wirklich sehr üblen Dinge an, das ist klar, wenn man das liest, ist es widerlich. Soll man dann sagen, okay, wir überlassen euch diese Füllung, diese Nutzung des Begriffs Heimat oder wir lassen sie für ganz andere Dinge auch zu. Und es gibt ja Lokale in Berlin, die heißen Heimathafen und so weiter, da trifft sich alles andere als jetzt irgendwelche rechten Leute. Also man kann so einen Begriff ja auch in einer anderen Art und Weise für entstehende Communities nutzen. Und da bleibt bei mir wirklich so ein Stück Ambivalenz auch, ob man nicht auch die Selbstverständlichkeit auch mit ambivalenten und auch sozusagen auch kritisierbar benutzten Begriffen zu arbeiten, ob man dann das nicht auch aushalten sollte, statt dann zu sagen, okay, dann benutzen wir das nicht mehr. Wenn ihr das tut, dann verabschieden wir uns davon. Das finde ich eine offene Frage. Aber ich denke, es ist schwierig, das zu der einen oder anderen Seite hin wirklich definitiv aufzulösen. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben ganz viel jetzt nochmal gelernt über geschichtliche Dimension, aber auch über, ich würde das so als für mich als letzten Punkt mit aufnehmen, genau diese Frage der Vielsprachigkeit, der Mehrstimmigkeit, sowohl in Bezug auf dessen, was Deutschland ist, was der Heimatbegriff leisten kann oder nicht kann. Das hat mich jetzt nochmal sehr beeindruckt und nochmal der Dank ans Publikum und auch an die Referentinnen auf dem Podium. Wir machen um 18 Uhr pünktlich weiter, damit wir 18 Uhr machen wir pünktlich weiter mit dem letzten Panel Jenseits der Nation. 18 Uhr.